RBB redet. Das Infotainment-Magazin mit Christian Becker. 30 Liter Wasser, 14 Eier, 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Kilogramm Brot und 250 Gramm Reis. Das und vieles andere sollte ein Single-Haushalt vorrätig haben, um im Krisen- und oder Notfall, egal ob Überflutung, Stromausfälle oder praktisch jede Form der Immobilität oder Zivilisationsausfall, für 14 Tage auskommen zu können. Wie das bei Familien aussieht, das kann man sich schnell im Internet selbst ausrechnen lassen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Was braucht es aber noch? Außer Lebensmittel, um im Ernstfall gerüstet zu sein, vieles mehr, kann ich schon mal sagen. Prepping nennt man das, also wenn man sich auf eine Krise vorbereitet. Und worauf wir genau achten sollten, klären wir heute mit Sven Grabau. Fakten auf den Punkt gebracht, mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich, das gibt es in dieser Folge. Das kann manchmal ziemlich schnell gehen, dass man plötzlich zu Hause festsitzt. Egal ob durch ein Unwetter oder eine Naturkatastrophe, Stromausfälle, Erdbeben, das ist natürlich regional sehr unterschiedlich als Gefahr anzusehen, Finanz- oder eine andere Krise. Man muss in der Lage sein, sich über einen vielleicht auch längeren Zeitraum selbst versorgen zu können. Dafür sollte man vorbereitet sein. In erster Linie natürlich mit Nahrung und Wasser. Das sollten dann dauerhaft haltbare Lebensmittel sein. Konserven sind sehr lange haltbar und können gelagert werden. Reis, Nudeln natürlich auch. Was tendenziell eher nicht geeignet ist, sind frischere Sachen wie Obst und Gemüse. Klar, das verdirbt ja schnell, wird schimmelig und bringt somit erstmal nichts. Aufpassen sollte man auch bei Nüssen und Co. Die sind zwar auch länger haltbar, aber sie enthalten Öle, die unter Umständen nach einer gewissen Zeit ranzig werden und dementsprechend auch nicht mehr so zum Verzehr geeignet sind. Was sollten wir denn jetzt aber mindestens zu Hause haben? Vorsorgeexperte Sven Grabau. Also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das BBK, sagt zum Beispiel, man sollte einen Lebensmittelvorrat von 10 Tagen zur Hand haben. Ja? So, das ist schon mal ein super guter Start, wenn man für 10 Tage gut aufgestellt ist. Tendenziell dürfte das aber zu wenig sein, weil das geht natürlich immer davon aus, dass man das Ganze selber isst und konsumiert. Und meistens ist es dann doch so, wenn es jetzt wirklich mal zu einer Notsituation kommt, ja, da möchte man auch den Leuten halt um sich herum vielleicht helfen können und auch was abgeben wollen. Und da kommt man natürlich dann mit den 10 Tagen halt nicht so weit. Ne? Also da würde ich dann tendenziell schon eher sagen halt, dass man sagt halt, okay, man versucht zumindest je nach eigenen Möglichkeiten vielleicht auf 20 oder vielleicht sogar 30 Tage zu gehen, um da halt auf Nummer sicher zu sein. Ja, Lebensmittel, Trinkwasser, das sind so die Klassiker, die man auf jeden Fall halt immer da haben sollte. Ansonsten ist man natürlich immer gut aufgestellt, wenn man Powerbanks hat, dann kann man nochmal sein Handy nachladen. Was immer praktisch ist, ist so ein kleines faltbares Solarmodul, ja, was man so aus dem Campingbedarf halt kennt. Dann kann man dann auch ohne Stromnetz zum Beispiel diese Powerbanks nachladen und hat damit unbegrenzt Energie auch für sein Handy, für Taschenlampen. Ja, Taschenlampen immer gut und wichtig da zu haben. Ebenso Feuerzeuge, Kerzen finde ich eigentlich auch wichtig. Muss man natürlich mal aufpassen mit dem Brandschutz, wenn man dann mit den Kerzen halt hantiert. Aber generell lassen die sich halt einfach gut wegpacken und sind dann auch günstig. Ja? Also da kann man auf jeden Fall schon viel mit erreichen. Was man nicht vergessen sollte, sind auch Hygieneartikel. Ja? Also ganz normale Sachen, vielleicht nochmal eine Tube Zahnpasta extra da haben, vielleicht nochmal ein frisches Set an Zahnbürsten für die ganze Familie. Das gehört auf jeden Fall halt auch mit dazu und mit da rein. Viele von uns lagern diese Vorräte im hauseigenen Keller. Dort ist es dunkel, etwas kühler, also perfekte Bedingung, um sich dort einen Vorrat für den Ernstfall anzulegen. Was mache ich aber, wenn ich keinen Keller bei mir im Mietshaus beispielsweise habe und ich muss ausweichen? Die Küche ist ja häufig eine Lagerstätte für Lebensmittel, aber Achtung, hier ist es häufig warm und feucht durchs Kochen und das kann nicht unbedingt förderlich sein für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, die länger halten sollen. Aber wohin dann mit dem Krisenvorrat? Ansonsten würde ich immer darauf achten, dass der Raum halt abgedunkelt ist, also dass da möglich keine UV-Strahlung rankommt und dass die Luftfeuchtigkeit konstant ist, dass die vor allem nicht zu hoch wird. Ja, das kriegt man halt auch hin. Theoretisch könnte man auch sagen, klar, vielleicht im Schlafzimmer unterm Bett hat man vielleicht noch Platz. Dann packt man die ganzen Sachen einfach in so eine luftdicht verschlossene Plastikkiste rein, schiebt sich das da drunter und dann hat man eigentlich auch Ruhe. Ja? Oder generell Schränke, ja? Falls man tatsächlich noch irgendwo ein bisschen Platz haben sollte. Keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Platz in meinem Kleiderschrank, ja, aber manche haben das vielleicht. Dann könnte man da theoretisch die Sachen eigentlich auch ganz gut reinstellen. Da ist ein bisschen Kreativität gefragt. Ne? Oder auch alte Reisekoffer. Ja, meistens sind die halt ja, nehmen die einfach nur viel Platz weg.
Aber da kann man theoretisch auch was reinstellen, wenn es denn gar nicht geht. Neben dem Lebensmittelvorrat ist es auch wichtig, sich um andere Punkte zu kümmern, die im Ernstfall wichtig werden und sein könnten. Dokumente zum Beispiel. Hier hilft, sich eine Dokumentenmappe anzulegen, die griffbereit in der Nähe des Ausgangs, des Hauses oder der Wohnung liegt, damit man schnell mit einem Griff alles parat hat. Aber was sollte denn alles so drin sein in dieser Mappe? Das fängt denn damit an, dass man erstmal sich im Klaren darüber sein muss, okay, wofür ist das jetzt eigentlich da? Ne? Wenn das Haus zum Beispiel abbrennt, dann wäre das jetzt zum Beispiel super, wenn man halt nochmal seine Zeugniskopien zum Beispiel aus der Schule hat oder von der Universität oder auch die ganzen Arbeitszeugnisse. Wenn das nicht in irgendeiner Form in Kopie vorhanden ist, tja, dann sind die Sachen wahrscheinlich unwiderruflich weg. Oder stellt man sich mal so eine Art, ja, Hochwasserkatastrophe vor, die auch ein bisschen weitflächiger ist. Ja, man möchte ja vielleicht auch ja, Schäden geltend machen oder Ansprüche geltend machen bei Versicherungen und Banken. Wenn ich dann nicht weiß, wo ich versichert bin oder was abgedeckt ist, ja, weil ich die Police einfach nicht mehr habe, ist das tendenziell auch alles sehr ungünstig. Und daher macht man das halt so, dass man sich an der Dokumentenmappe vorbereitet, die letzten Endes, ja, ich würde sogar fast sagen, das eigene Leben nachweist, die eigenen Besitztümer, die man hat, die Ansprüche, die man hat und letzten Endes auch die eigene Identität, ja. Dazu gehören dann zum Beispiel solche Dinge wie eine Kopie der Geburtsurkunden. Ausweiskopien würde ich da mal mit reinlegen. Wichtige Kaufverträge auch, weil man muss ja auch in irgendeiner Form, wenn alles kaputt gegangen ist, ja auch nachweisen, dass man es hatte. Ja? Und wenn man da dann halt für diese wichtigen Dinge dann auch noch die Belege hat, dann ist das natürlich perfekt. Und man kann das Ganze auch noch ziemlich weit gehen. Ne? Also zum Beispiel kann man auch sagen, okay, man weiß ja nie, wie schlimm irgendwas wird. Wenn man eine Patientenverfügung zum Beispiel gemacht hat, dann ist das sicherlich der richtige Platz, die da drinnen zu haben. Vielleicht kann man auch schon so weit gehen, dass man auch sein Testament damit reinnimmt. Ja, so schlimm wird es aber hoffentlich nicht kommen. Aber das sind so die Dinge, die man da grundsätzlich reinmacht. Und dann kann man sich überlegen, wie gestaltet man das am besten. Also man kann sich halt ganz klassisch ja, so eine Fächermappe holen, packt die ganzen Sachen da einfach rein, so als Kopie. Aber das kann auch schnell passieren, dass die Mappe sehr dick und sehr schwer und unhandlich wird. So, das macht dann keinen Spaß, damit zu hantieren. Ja, also besser ist es da halt eher, wenn man sagt hat, okay, ich hole mir jetzt einen großen USB-Stick, ja, meinetwegen Terabyte Speicherkapazität, dann fertige ich mir die ganzen Scans an, packe die da drauf und dann hat man auch noch Platz für die Familienfotos, weil ich meine, das finde ich persönlich, ich meine, es ist jetzt nicht lebensnotwendig, die Familienfotos zu behalten, aber es ist halt unglaublich schade, wenn sie verloren gehen. Früher hatten wir die alle in Fotoalben drin. Ja, aber wenn die digitalen Kopien warum auch immer weg sein sollten, dann ist das halt schwierig, ja. Und das kann man sich da alles mit drauf kopieren. Man kann auch nochmal überlegen, ob man sagt, vielleicht kennen Sie das auch, so die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, man braucht für alles immer nochmal einen zweiten Code und dann kann man seine Accounts nur wiederherstellen. Wenn man den QR-Code dann zum Beispiel auch dafür hat, den haben die wenigsten aber ausgedruckt parat halt irgendwo da. Wenn der dann aber nochmal vorhanden ist auf dem Stick, um dann halt an die Konten ranzukommen, ist das super. Vor allem dann kann auch ja, der Ehepartner oder die Kinder vielleicht auch mal auf die Konten halt zugreifen, wenn man es halt vielleicht selber nicht mehr kann aus irgendwelchen Gründen. Ja. Also das würde ich da auf alle Fälle halt berücksichtigen und mit in dieser ja, Dokumentenmappe Notfall-USB-Stick halt berücksichtigen. Den Stick, den würde ich sogar auch noch verschlüsseln, weil das wäre halt immer ungünstig, wenn der in fremde Hände gerät. Das lässt sich aber einfach bewerkstelligen. Dann sollte natürlich nur jedes Familienmitglied dann halt auch das Passwort kennen. Das ist dann wichtig an der Stelle. Aber dann ist man da eigentlich schon recht gut aufgestellt. Unglücke bzw. Krisen kommen selten mit langer Ankündigung vorher über uns, sondern passieren häufig in kürzester Zeit. Da bleiben vielleicht nur ein paar Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen. Daher schauen, dass alles vorbereitet, griffbereit liegt und hier nicht so viel Zeit bei der Suche zu verlieren. Auch ein bereits vorgepackter Rucksack macht hier unter Umständen Sinn, wo die Dokumentenmappe, Wechselkleidung und gegebenenfalls Nahrung bereits drin verstaut ist. Gar keine gute Idee ist aber, Für sich selbst vielleicht den Helden oder so zu spielen, ja, so nach dem Motto, das Wasser, das steht jetzt schon vor der Tür, das kommt gleich rein und ich gehe jetzt in den Keller und versuche jetzt nochmal alles Mögliche zu retten vor dem Wasser. Da hat man eigentlich gar keine Chance. Also wenn das Wasser halt einfach reinkommt, dann steigt der Wasserpegel im Keller halt relativ schnell und man hat ja gerade auf dem Fußboden, so auf Fußbodenhöhe, die Steckdosen. Und wenn das Wasser dann in Kontakt mit dieser Steckdose kommt, dann ist direkt alles unter Strom. Man kriegt direkt einen Schlag, wenn man Kontakt mit dem Wasser bekommt. Dann liegt man dann halt daneben. Das ist auch nicht schön. Da kriegt dann auch keiner so schnell wieder raus. Und das nächste ist dann halt auch, das erhöht natürlich auch die Gefahr für einen Kurzschluss. Also meistens ist es so, wenn sowas passiert, oder das heißt meistens aber oft, dann brennt dann auch noch das Haus ab. Ja? Und das ist wirklich nicht gut. Aber was man natürlich machen kann, ist, wenn ja so eine Katastrophe bevorsteht und man weiß schon, okay, das Wasser ist schon fast in Sichtweite, ich will jetzt aber aus irgendwelchen Gründen trotzdem nicht das Haus verlassen, ja,
Dann würde man natürlich erstmal sofort den Strom abstellen. Das ist das Erste, um einfach schlimmere Schäden halt zu verhindern. Ja. Problem ist dann halt an der Stelle aber auch, wenn man den Strom abstellt, dann kann man natürlich seine Schmutzwasserpumpe nicht verwenden, um das Wasser abzupumpen. Das heißt, man nimmt dann halt in Kauf, dass das Wasser eindringt und wahrscheinlich auch länger da stehen bleibt. Da gibt es natürlich auch nochmal Varianten, was man machen kann, halt mit Solargeneratoren und so weiter, wie man das umgehen kann. Aber das ist generell halt eine sehr schwierige Situation. Im Vorfeld sollte man darauf achten, dass man vor allem gut versichert ist. Ja? Also, dass man wirklich eine Wohngebäudeversicherung hat, die Elementarschäden mit abdeckt. So. Und auch eine Hausratversicherung, die Elementarschäden mit abdeckt. Und dann macht man das also, wenn man diese Versicherung hat, dass man einfach mal schaut, okay, was habe ich denn an wertvollen Dingen? Dann macht man einfach mal mit einem Video durchs Haus rennen oder sowas in der Art, dass man das alles mal sieht, dass man das der Versicherung nachweisen kann. Oder wenn man teurere Anschaffungen macht, dass man den Beleg vielleicht einfach einscannt, damit man den hat. Also jetzt nicht nur für die Garantie, sondern auch mal für einen möglichen Versicherungsanspruch. Und dann ist man gut aufgestellt. Und wenn dann sowas passiert, dann fällt einem das auch viel leichter, die eigene Wohnung oder das Haus zu verlassen. Und man möchte sich auch nicht unnötig in Gefahr bringen. Und das ist das Wichtigste, sich selber nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Sich selbst zu retten oder eine Familie mit Kindern macht einen großen Unterschied. Allein nicht nur die Anzahl der Personen, sondern auch der Umgang mit dem Thema Krisen oder Notfällen, gerade bei den Kids, ist häufig vielleicht für einige Eltern ein Thema, wo man nicht so genau weiß, wie damit umzugehen ist. Dabei ist das gar nicht so schwer. Zum Beispiel habe ich das mit meinen Kindern so gemacht, als sie dann halt ein gewisses Alter erreicht haben. Mein Sohn, glaube ich, den Erste-Hilfe-Kurs habe ich gemacht mit ihm, da war er 10 Jahre alt. Und da kann man sich einfach ganz normal anmelden bei den Maltesern oder beim Roten Kreuz und dann können die da ganz normal mit einem Erwachsenen zusammen einen Kurs machen. So, dann lernt man ja schon mal so ein paar Basics, was man machen kann, wenn jemand in Not ist, wie gehe ich da grundsätzlich vor? Solche Dinge, die sind halt total unkritisch und ja, dann können die Kleinen halt auch schon anfangen, anderen zu helfen. Was ich jetzt nicht unbedingt machen würde, ist jetzt hier ja irgendwelche Horrorszenarien mit Stromausfällen und so weiter thematisieren. Das würde ich nicht machen. Wichtiger ist da halt eher, dass man als Elternteil halt selbst eine vernünftige Planung gemacht hat. Ja, weil das Schlimmste, was dann doch eigentlich passieren kann in so einer Krise, ist, wenn man seine Kinder nicht mehr wiederfindet, seine Frau nicht mehr wiederfindet, der Mann ist verschollen, was weiß ich, und man findet sich halt einfach nicht mehr und hat keine Ahnung, wie soll man denn jetzt wieder zusammenkommen. Ja, und das ist dann halt das anspruchsvollste Thema halt auch mit in der Krisenvorsorge, weil dazu muss man sich dann halt echt konkret überlegen, wenn jetzt beide Elternteile auf der Arbeit sind, einer ist in der Schule, einer in der Kita meinetwegen, wer holt denn jetzt eigentlich wen ab? Wo will man sich denn treffen? Wie verhalten sich die Schulen? Lassen die einen sofort gehen? Oder geht das vielleicht nach Alter, wo die älteren Kinder vielleicht gehen dürfen, die kleineren bleiben da? Oder was ist denn, wenn ich die gar nicht abholen kann, weil es halt nicht funktioniert? Ja, was passiert denn mit meinen Kindern in der Schule? Und diese Sachen, die kann man im Vorfeld eigentlich ziemlich gut in Erfahrung bringen, indem man mit der Schulleitung spricht, mit der Kita-Leitung spricht, welche Pläne da sind oder was halt auch immer empfehlenswert ist, vielleicht mal auf die örtlichen Behörden zuzugehen. Also gerade die Stadt, die Landkreise, die haben da spezielle Leute für, die sich nur um sowas kümmern. Und die kann man auch einfach fragen, ja, was macht ihr denn zum Beispiel halt, wenn eure Schulen evakuiert werden müssen? Wo kommen die denn wahrscheinlich hin? So, und dann weiß man auch, okay, alles klar, wenn ich denn das schaffe, irgendwann mal in die Schule zu kommen oder ist denn keiner mehr, dann kenne ich denn zumindest vielleicht noch den Evakuierungspunkt, den man ursprünglich mal vorgesehen hat. Und dann kann man da sein Glück versuchen. Ja? Und diese Sachen, die muss man wirklich gut durchdenken. Ist aber auch ein schwieriges Thema, weil auch da geht es darum, ne? Da muss man sich dann wieder freiwillig mit tendenziell sehr negativen Sachen auseinandersetzen. Das ist dann auch nicht jedermanns Sache, glaube ich. Mehr Infos zum Thema Prepping, also zum Vorbereiten für den Krisenfall, gibt es im Buch von Sven Grabau. Gut vorbereitet für den Krisenfall, Prepping für Familien. Den Link findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Das Buch lohnt sich aber natürlich nicht nur für Familien, sondern auch für alle Singles.